Hey Leute, hier hätte ich euch jetzt den Helios mitgebracht. Helios ist meiner Meinung nach einer der nützlichsten Wächter überhaupt, aus dem ganz einfachen Grund, er kann für uns Gegner scannen. Gescannte Gegner haben ein paar Vorteile für uns. Als erstes Mal können wir sie dann im Codex betrachten und sehen, was sie droppen. Und wir können auch sehen, gegen welche Elementartypen sie anfällig sind. Also schon mal ganz cool. Vor allen Dingen, wenn neue Mods rauskommen, sehen wir direkt, welche Gegner diese Mods droppen. Kann natürlich auch in der Wiki nachlesen. Und man kann auch schauen, wie man gegen bestimmte Gegner oder Fraktionen moddet. Wobei man das auch in der Wiki nachschauen kann. Aber es ist halt eben immer schön, das Ingame zu haben. Und eine Sache kommt auch noch dazu. Wenn wir einen Gegner im Codex vollständig gescannt haben, können wir sie uns hier im Simulacrum spawnen und gegen die dann kämpfen. Helios kommt zusammen mit der Dekonstruktor. Das ist diese hier. Und das Witzige an dieser Waffe in Kombination mit dem Helios ist, nur Helios kann sie benutzen, ist einfach die Tatsache, dass Helios seine Einzelteile verschießt und die dann später irgendwann wieder zurückkommen. Aber der Wächter wird sich einfach die ganze Zeit selbst auseinandernehmen. Deshalb auch Dekonstruktor. Was muss man zu den Fähigkeiten oder der Fähigkeit von Helios wissen? Helios besitzt die Fähigkeit Aufspüren. Und wenn ein Gegner bis auf 50 Meter oder näher an ihn rankommt, wird Helios anfangen, ihn zu scannen, verbraucht dabei einen Scanner, den wir dabei haben, und das Ganze dauert 2 Sekunden. Wir müssen einen Codex-Scanner im Inventar haben, nicht ausgerüstet, aber einfach dabei haben. Und jetzt kommt das Interessante, der Gegner darf sterben, während Helios ihn scannt, und er wird trotzdem noch bis zum Ende weiter gescannt. Im Gegensatz dazu, wenn wir selbst einen Gegner scannen und er dann getötet wird, wird das Scannen abgebrochen. Helios zieht's bis zum Ende durch. Problem ist, Helios kann die Gegner nur normal scannen. Wir mit unserem Synthesescanner und den richtigen, wie heißen die Dinger nochmal? Widgets, glaube ich, können die Gegner mit einem Scan doppelt scannen und bekommen halt eben noch Ruf und allem. Aber der Helios-Scanner funktioniert mit dem Unendlich-Widget, das bedeutet, wir haben immer unendlich viele Scanner dabei und Helios verbraucht dann auch keine mehr. Also ist schon dann wirklich eine brauchbare Kombination und ich zeige euch nachher, wo ihr das noch herbekommt. Theoretisch hat Helios noch eine zweite Fähigkeit, die kann man bei Cephalon Semaris kaufen. Das ist dann Schwachstelle entdecken. Und wenn ein Gegner vollständig im Codex gescannt wurde, kann Helios ihn nochmal scannen und in der Mission leuchtet dann... Wenn Helios dann den einen Gegner nochmal gescannt hat, dauert 2 Sekunden, und wir noch 0,5 Sekunden gewartet haben, leuchtet dann am Gegner eine Stelle auf, bei der wir, ich glaube, 275% mehr Schaden machen, wenn wir die treffen. Klingt jetzt vielleicht ganz nett, aber 2,5 Sekunden warten, bis ein Gegner an einer Stelle leuchtet. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber in einem Spiel, bei dem wir Hunderte oder Tausende von Gegnern töten in einer Mission, ist das jetzt ein bisschen useless in meinen Augen. Es gibt Leute, die mögen den Mod, ich will ihn nicht schlecht reden, nur für mich persönlich ist dieser Mod absolut gar nichts. Habe ich alles erwähnt? Gegner scannen, die schon gestorben sind. Und hiermit können wir auch noch Objekte scannen. Also, Helios ist wirklich eine super Wahl für jeden Anfänger, der ein bisschen was in seinem Codex mal vervollständigen möchte und ich kann es euch absolut nur empfehlen. Der Bild, den ich für Helios benutze, wäre dieser hier. An allererster Stelle Aufspürer und erst an zweiter Stelle Beschützer. Aus dem ganz einfachen Grund. Mein Codex ist zum Beispiel schon fast komplett. Die paar Gegner, die mir jetzt noch fehlen, sind selten. Und wenn so ein Gegner auftaucht, möchte ich unbedingt, dass er zuerst gescannt wird, bevor irgendwas anderes passiert. Das bedeutet, ich falle lieber um und lasse mich von einem Teammate wiederbeleben, als dass Helios das Scannen abbricht und stattdessen mich shield und ich dann den Scan verliere. Also, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das an erste Stelle zu machen. Zweite Stelle Beschützer, Schildlader optional, wo ihr es hinmacht, weil das zählt nicht in die Reihenfolge rein, Vakuum auch nicht und Zielempfänger an letzter Stelle. Vielleicht sollte ich nochmal erwähnen, die Prioritätenliste von Fähigkeiten ist von oben links nach oben rechts und dann von unten links nach unten rechts. Bedeutet Zielempfänger an letzter Stelle und Aufspüren an erster Stelle. Wenn wir das jetzt so vertauschen würden, würde Helios immer erst versuchen, die Gegner anzugreifen, zumindest wenn sie bis auf 10 Meter oder näher rankommen, und erst als allerletztes versuchen, die Gegner zu scannen, beziehungsweise er würde das Scannen, glaube ich, auch abbrechen, falls ein anderer Gegner in die Nähe kommt und dann erstmal die näheren Gegner angreifen. Bedeutet Aufspüren erste Stelle und den Attack-Mod wie bei jedem Wächter an allerletzte Stelle.
Die Mods, die ich drin habe, sind Anheizen, kalkulierte Umlenkung, verbesserte Vitalität, Schildlader, Vakuum, Metallfasern, tierischer Instinkt. Hierbei kann man jetzt zwei Mods ersetzen: Anheizen und Zielempfänger. Wenn man es mit der Dekonstruktor spielt und wir Primed Reichweite drin haben, ist die Reichweite eigentlich ganz okay und wir haben auch eine brauchbare Feuerrate, wodurch das hier brauchbar werden kann. Es ist vielleicht nicht die beste Kombination, da kann ich nicht viel zu sagen, weil mein Helios greift wirklich nicht viel an. Und ansonsten könnte man halt eben diese beiden Mods ersetzen und zum Beispiel dann einmal Zuflucht reinmachen und an andere Stelle dann zum Beispiel Schwachstelle entdecken oder Kühlmittelleck, wobei ich den Mod einfach nicht gut finde. Ist halt eben euch überlassen. Ich persönlich spiele immer mit diesem Bild hier, ist meiner Meinung nach eigentlich die beste Wahl, die man hat. Wir haben auch einfach nicht viele Alternativen und von daher würde ich euch das hier empfehlen. Ich denke, ich muss euch jetzt nur noch zeigen, wo man die ganzen Verbesserungen von Helios herbekommt. Und dann wären wir schon durch. Das heißt jetzt ab zurück ins Relay. Zu Cephalon Simaris. Jetzt warten wir erstmal. Dann hier hinten hin. Und da können wir dann einmal kaufen. Das hier. Füllt die Ladung des Synthesescanner wieder auf. Und das andere wäre hier Schwachstelle entdecken. Und man kann hier noch einen Skin für Helios kaufen. Den habe ich auch drin. Das ist der Simaris-Skin. Und das war's jetzt. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Abo und ein Like da lassen. Und bis zum nächsten Mal.